Nehmen wir vielleicht doch mal die Standardrakete. Kabel XI, also meine schon etwas modifizierte. Und dann mache ich das aber, dass ich hier einfach noch einen Tank ranhänge. Das verstärke ich nochmal. Mache hier nochmal ein paar Leitern dran. Und ich hoffe... Na, wo waren die Leitern? Ah, so. Da. Zack. Kommt da noch eine Leiter. Da. 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 Und da. Ich glaube, das reicht. Und vielleicht klappt es ja dieses Mal. Diesmal haben wir ein bisschen mehr Sprit. Und diesmal starte ich vielleicht auch besser. Die Rakete muss auf jeden Fall ein bisschen höher. Das sieht schon besser aus. Save on launch. Ja, ich bin ein bisschen sehr verplant momentan. Ich spiele momentan nämlich auch nicht so oft Kerbal. Jetzt so privat, also so quasi privat. bin auch so ein bisschen aus der Übung raus. Aber wir schaffen das hier schon. So. Zack und zack. So, diesmal schaffen wir das aber hoffentlich. So, die ersten sind gleich leer. Jupp. Ein bisschen weniger Schub, dass man das Triebwerk nicht überhitzt hier. So, dann sind die nächsten gleich leer. Zack. Und dann haben wir die beiden nur noch. Mal schauen, vielleicht schaffen wir es dieses Mal. Ja, an der Rakete ist nämlich auch ein bisschen mehr Sprit dran, wie ich gerade sehe. Ich hatte, glaube ich, nur zwei Tanks, hier sind sogar drei dran. Kann ich die auch abwerfen? Man könnte natürlich auch einen großen nehmen dafür. Oder ich versuche es gleich, falls wir es nicht schaffen sollten, versuche es nochmal mit diesem Bug, was ich da eben meinte, was ich im Forum gefunden hatte. Ja, ich weiß, Bug-Using ist auch nicht die feine Art. Ah, muss ich mal gucken. Ich werde sowieso nochmal, glaube ich, ein paar Parts auch installieren, ein paar Teile. Vielleicht werde ich mir das, glaube ich, das Bobcat mal angucken. Da sind nämlich auch einige Teile noch mit dabei und da kann man auch sehr, sehr gute Sachen mitmachen. Und dann werde ich, glaube ich, damit mal ein bisschen was aufbauen. Bin ich mal gespannt. Also mit Bobcat habe ich bisher noch nicht gearbeitet. Alle sagen, ja, ist so toll, habe ich schon überall gehört. Die Entwickler finden es auch sehr gut. Ich habe es mir selber bisher aber noch gar nicht angeschaut. Ich wollte es irgendwie machen, habe mir aber gedacht, versuch's mal zumindest mit den Stockparts soweit noch mal zu machen, zu arbeiten. Mal sehen. Ich werde es so mal ausprobieren und wenn das läuft, werde ich mir das dann hier auch im Let's Play mal installieren. Also für die Let's Play-Version. Ein bisschen höher müssen wir vielleicht noch. Noch ein bisschen höher. 40.000. Ich glaube 50.000 ist Minimum, was man hier braucht. Oder für 70.000 sogar? Ich glaube 70.000. 50. 60. 70. So, Triebwerke mal eben abgeschaltet. So, dann mal eben RCS an. Huch. So. Zack. Die brauchen wir dann auch nicht mehr. Uiuiui. Ruhig, 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 ruhig. Hey. Ruhig, habe ich gesagt. Ah. Taumelt ein bisschen sehr, die Rakete hier. Okay. Jetzt aber.
Okay. Dann mache ich es einmal so. Kannst du mal aufhören, SAS? Mann, Mann, Mann. So, dann kann ich hier einmal so machen. Bisschen weniger Schub. Noch weniger Schub. Ich muss noch nicht gleich. Ich bin hier so ein bisschen im Zeitdruck jetzt. Passt schon. Huch. So. Und Schub geben. Oh. Jetzt. 3 Minuten. Ach du Scheiße. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Das schaffen wir nicht. 3 Minuten ist viel zu viel für den Abschnitt, den wir jetzt haben hier. Hm. Ne, ich mach's nochmal neu. Ich mach's jetzt anders. Und zwar mach es jetzt, wie ich das gesagt hatte. Den Teil schmeiße ich mal eben weg. Das brauche ich dafür nicht. Das natürlich ja. Aber das, was da drunter war, brauchte ich nicht. Und zwar mache ich das sozusagen mit diesem Bug jetzt. Utility. Ich glaube, die waren das. Nee, das waren die hier. Genau. So. Dann kommen die da ran. Ha, sehr gut. Und da kommt noch einer in die Mitte. Sofern er mich lässt. Lässt er natürlich nicht. Verdammt. So und so. Dann müssen die noch ein bisschen weiter nach außen. Jetzt. Jetzt habe ich's. So. Und dann können wir von da aus, nämlich. Kann ich die Triebwerke da hinbauen? Ich muss gerade mal gucken. Passen die? Ja. Wenn ich sie dann drehe, glaube ich. Nein, so nicht. Huch. Okay. Verdammt. Das wollte ich nicht. Verdammt. Gerade eben hatte ich es doch wieder. Ach. Was mache ich denn da? So. Dann lasse ich den mal außen vor. Mach das dann einfach so. Ah, dann kann ich den noch weiter nach innen machen eigentlich.
So. Dann passen die hier auch hin. Mal eben kopieren. Genau, Zweifachsymmetrie. So, damit haben wir auf jeden Fall genug Schub. Das weiß ich. Und nochmal wieder kopieren. Gut. Structural. Einmal so. Einmal so. Einmal so. Und einmal so. So. Hier noch verbinden. Da noch verbinden. Und da noch verbinden. Sicherheitshalber kann ich hier nochmal und... Huch! Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Puh. So, und... Nein. Nein! Ach. Ich habe doch die Dings ausgewählt. Die da. Genau. So. Fallen die gerade nach unten? Ich hoffe ja. So, jetzt haben wir nämlich ein bisschen mehr Schub. Und ich mache da das gleiche Prinzip. Nach da. Und eine Fuel-Leitung von da nach da. Und dann schmeiße ich als erstes die hier ab. Sofern, genau. Sind sie gerade dran? Nee. Meine ich nämlich doch. Jetzt ist es gerade. Also. So. Okay, also als erstes schmeißen wir die Tanks ab. Genau. Dann schmeißen wir die Tanks ab. Okay, das ist ja alles schon mal soweit richtig. Starten aber alle. Und zum Schluss schmeißen wir den Kram ab. Und was ich aber noch mache, sind die hier wieder. Die Stützbalken. So, die starten gleich mit den Triebwerken zusammen. Jetzt klappt es aber, das weiß ich. Weil mit den Triebwerken, da haben wir, glaube ich, so viel Schub. Gut. Sollte, glaube ich, reichen. Hoffe ich doch mal. So, und Start. Na also. Seht ihr? So, damit sollten wir auch genug Schub haben, dass wir hier ins All kommen. Und sogar noch hinfliegen können. So, dann kann ich gleich die ersten abschmeißen und hoffe, dass sie nirgends gegenstoßen. Zack, das sieht gut aus. Mit 200 Meter pro Sekunde, das ist eine gute Geschwindigkeit. So. Wenn eben die anderen Konstruktionen nicht funktionieren, dann eben so. Warum auch schwer, wenn es auch einfach geht? So, verdammt. Jetzt haben wir ein kleines Problem, oder? Ah, langsam. Ganz langsam. Oh oh. So weit will ich noch gar nicht. Das ist nämlich der Nachteil an diesen Triebwerken, weil das keine Vektor-Thruster sind. So. Ja, das sieht doch schon besser aus. Gut.
60.000, 70.000 gleich. Dann schalte ich mal die Triebwerke ab.